So, jetzt müsst ich hoffe, dass drauf ist. So, wir schauen mal ganz kurz drauf ein, auf unseren kleinen Satz, dass also hier sehr viele Lösungsmöglichkeiten gibt. Wenn du das verfolgst, ist das dann mal jede Vorstellung von richtig. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Jede einseitige Vorstellung von richtig, Entschuldigung, ich muss das präzisieren, jede einseitige Vorstellung von richtig, die du in dir trägst, ist zwangsläufig fehlerhaft, weil zumindest die Kehrseite fällt. Jetzt ist es also so, dass also hier es immer sehr viele Erklärungsmodelle gibt. Und mit Holofeeling bringe ich dir bei, dass jedes Erklärungsmodell, das irgendjemand logisch erscheint, ist für den richtig. Es geht hier nicht um ein absolutes Richtig, sondern dass jede einseitige Vorstellung von richtig ist, auch jedes Denkmodell oder jede Logik, die im Widerspruch zu einer anderen Logik steht, ist zwangsläufig fehlerhaft. Sie ist nicht allumfassend vollkommen. Und jetzt ist natürlich das also hier, du von mir nie hören wirst, dass einer nicht recht hat, selbst wenn seine Logik fehlerhaft ist. Aber ich bringe Beispiele gerade jetzt in der modernen Arithmetik, in der Physik, dass hier so viele Fehler sind, die hingebogen wurden. Das ist zum Beispiel die Infinitesimalgleichungen. Das sind eine Division durch Null. Das habe ich angesprochen. Das hat man dann irgendwie korrigiert, weil es ja angeblich stimmt. Eine andere Korrektur, die die vielen nicht mitkriegen, wenn du in die modernere Arithmetik reingehst, in die, ich nenne es mal Mathematik, ist es dieser Satz, den ich auch schon mal angesprochen habe. An Hochschulen wird gelehrt, dass die Wurzel 2 ist nicht gleich plus minus, Entschuldigung, die Wurzel 4 ist nicht gleich plus minus 2. Ursprünglich in den alten Arithmetikbüchern steht drin, die Wurzel ist die Zahl, die mit sich selbst mal genommen praktisch den Wurzelbegriff ergibt. Und da Ja. habe ich immer, da ja die positiven, ich sage immer 3 mal 3 positiv und minus 3 mal minus 3 ergibt beides 9, haben wir zwei Ergebnisse, plus 3 und minus 3 ist Wurzel 9. Das wurde in den neuen Büchern in der Neuzeit wurde das korrigiert, indem die das präzisiert haben. Der Wurzelbegriff ist die positive Zahl, die mit sich selbst mal genommen den Wurzelbegriff ergibt, damit man diesen negativen Wert ausschließen kann. Das gilt, wird dann dazugefügt, nur für positive Zahlen schlichtweg, weil das passiert, was ich immer sage, dann würden nämlich alle raumzeitlichen Berechnungen im Nichts sich auflösen. Und alles raumzeitlich Ausgedachte ist zuerst einmal eine Information von dem Geist, ich nenne jetzt das einmal von dem Menschen rot geschrieben, der sich seine Eva ausdenkt. Es bleiben aber Vorstellungen im Hier und Jetzt. Weißt du, das ist gerade diese Kleinigkeiten machen es aus. Und da gibt es noch viel, viel mehr Fehler. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auch so ein großer Fehler ist, wenn du in einen Taschenrechner eingibst, 1 durch 3 ergibt ja 0,33333 bis ins Unendliche. Und jetzt haben wir ein Problem. Wenn wir jetzt dieses Ergebnis wieder mal 3 nehmen, zeigt der Taschenrechner an 0,999999 und das ist nicht 1. Das können wir unendlich fortführen. Und da gibt es jetzt auch ein Erklärungsmodell dafür, dass man hier definitiv beschlossen hat, diese 0,999 ist die 1. Aber da haben wir jetzt schon die Schwierigkeit, Luder. Das ist immer, das ist meine Sache mit dem Glas, mit dem Berühren. Dass wir ja nie auf 0 kommen. Und du kannst so viel 9 dran setzen, wie du willst. Das ist nicht 1. Und man sagt jetzt ganz einfach, wenn ich eine 1 nehme und die durch 3 teile, dann gibt es ja hier 3 Teile. 1 durch 3 ist 0,33333. Und wenn ich das wieder mal 3 nehme, muss das ja wieder die 1 ergeben. Das ist jetzt rein dieses quantitative Denken. Quantitatives Denken ist kein qualitatives Denken. Jetzt pass auf, die Ja. Lösung sieht auch ganz anders aus und die steckt in dem kleinen Beispiel drin. Ich tue da mal ganz kurz den Moment. Bildschirm über. Bastia. Ich bin gerade im Gespräch. Ja, Okay. bei Mach dir uns den hat's Bildschirm. WLAN nicht funktioniert, jetzt tut es wieder. Was? Das ist aber nicht weggefallen gewesen. Pass auf, Nein. ich habe dir Ich das habe doch heute keine geschrieben. Karte. Pass auf, ich habe dir das doch jetzt geschrieben, unser größtes Problem. Da hast du leider meine Erklärung für die 2. Das war ja dein Eintrag. Siehst du das, Loder? Ja. Das ist natürlich korrekt, was du sagst, wenn du das in den Taschenrechner eingibst. Der Holger zum Beispiel hat mir das geschickt und der hat hier noch ein 5 hin dran gehängt. Der hat gerechnet mit 3,1415.
dann stimmt es natürlich auch nicht mehr. Wenn du das jetzt eingibst, gibt es die 2701,26. Darum ist es aber nicht gegangen, sondern ich habe jetzt ganz einfach, ich schreibe hin, schau, diese 2726, das ist jetzt die 86 mal die 3,141 mal 10 ist 27 unendlich und dieses Unendlich-Zeichen, das ist das 28. Zeichen des Aleph. Kann man die Oktaven machen. Das sind 27 Zeichen plus ein Zeichen, nämlich das Elef am Ende in den vier Oktaven. Elef, das Elef, Alef musst du ja zweimal setzen bei 28 Zeichen. Übrigens, der Schöpfungssatz, der diesen Wert 27.001 hat, besteht aus 28 Zeichen und 7 Worten. Der besteht aus 7 Worten und 28 Zeichen. 2701. Jetzt pass auf. Und jetzt ist es plus 1, das habe ich jetzt extra fett geschrieben, weil das nämlich dieses Nicht-Existierende ist, das dieses 28. Zeichen darstellt. Das fällt ins Koma und wird dann zur 26. Jetzt habe ich dir, aber pass auf, ich will auf unsere 9 noch rein. Was jetzt sehr spaßig ist, dass ich ja sehr oft habe, wenn wir Videos laufen haben, 1:26. 1:26, siehst du das? Ist nämlich 86. Ja. Dann hast du die 27.000 plus dieses Unendlichkeitszeichen, das ist Jahwe. Und, Entschuldigung, Elayom. Und diese 86, die ist nicht denkbar. Und jetzt kommt das große Problem mit unserer 1. Unsere 1 als Allumfassende, dieses Nicht-Existierende ist Null, ist nichts. Ich sage, das ist nichts und alles. Das ist die Geschichte mit dem Spiegeltunnel. Ich sage immer wieder den Spiegel hüben oder und den Spiegel drüben. Warte mal, ich mache das wieder weg. Was jetzt wichtig ist, wenn du schaust, wird es jetzt irre. Schau mal, die 27, die ihr hinschreibt, hat Quersumme 9. Ja. Okay. Die 3,141 hat Quersumme 9. Nein. Das ist die Kreiszahl Pi. Okay. Jetzt müsstest du mein Bild wieder haben. Ja. Und jetzt wird es interessant, dass wenn wir 0 haben, die 0 ist die allumfassende 1. Das ist der Reihe in der Mitte. Und der baut sich auf in unendlich viele Spiegelungen. 9, 9, 9, 9, eine neue Existenz, dann kommt wieder eine neue Existenz und die kreist in dieser 0. Okay? Die letztendlich immer eins ist, weil das bloß zerdacht ist. Du weißt, ich habe in den letzten Gesprächen gesagt, wenn ich einen Spiegel mich vor einen Spiegel hinstelle, vor einen großen Spiegel, und dann habe ich mich ja gegenüber. Ich mache das nochmal. Wenn ich jetzt mich hier hinstelle und ich habe mich gegenüber, ich muss mich ja mal enger machen, dann ist jetzt mein Kopf in der Mitte, wäre der große Spiegel an der Wand. Okay, wir haben nur diese zwei Spiegel. Wenn du jetzt da stehst und du schaust in den Spiegel rein, vergisst du den ersten Spiegel total. Du siehst dich, du denkst dich und du siehst dich gegenüber. Okay? Und dieser mittlere Spiegel, das ist die Null. Und alles, was wir jetzt im Spiegelkreis uns dann ausdenken, das sind immer 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Und darum ist ja die D-Reihe, du musst jetzt das dir genau anschauen, darum ist die Kreiszahl Pi ist ein geöffneter Spiegel, da wird jetzt vor dem Komma wird da 3 gestellt. D-Reihe heißt ja 4 Spiegel. Jetzt kommen wir in unseren Spiegel Tetraeder. Okay. Und der wird erst einmal hier zu 141. Das heißt, wenn ich jetzt die 14 lese, diese intellektuelle Öffnung ist eigentlich 1. Diese 1,4, da sagt er nochmal 3,14. 14 ist J. J ist wieder die 10. Ja. Denke mal mit J, unsere Hand. Der hebräische Buchstabe 10 schreibt sich ja J. Übrigens auf Kaldäisch war der Jud ausgesprochen. J-U-D. Jud, wie der kleine Gott Udo. Ja. Dieses J ist praktisch die 1. Das ist dieses 3,14, das J ist da, es steckt die 10 schon wieder drin und da haben wir das, drum ist da eine 3, eine D-Reihe, der geschlossene Spiegel. Wenn ich das rot lese, das ist der in der Mitte, das wäre jetzt der Kopf des UB. Ist dabei? Ja. Der
Platz hast du mal hier in diese Seiten auf, da kann ich auch eine intellektuelle Öffnung. Aber diese intellektuellen Öffnungen sind wieder 1. Das ist die 3,41141. Darum hast du hier bei 0, dass die 1, wenn man jetzt liest, 1, 0,99999999 ist 1. Ich sage, genau genommen ist die 1 nichts, die in unendlich viele Spiegeln zerfällt. Ich sage immer wieder, das erste Licht, das wir uns ausdenken, ist ja auch schon wieder Licht. Das erste Licht ist dein Kopf, der Kopf von dem, der sich alles ausdenkt. Und die Spiegelungen beginnen dann erst mit Divisionen. Aber das wird jetzt zu weit gehen und das muss man auch nicht alles wissen. Aber Erklärungsmodelle sind dann vollkommen, wenn sie allumfassend sind, wenn sie alle einseitig richtigen Vorstellungen mit beinhalten, dass ich sage, so kannst du das auch sehen, das ist eine These, das ist eine Theorie. Das wird ja reduziert mit dem Dassenbeispiel. Verstehst du? Dass ich immer wieder sage, egal was einer behauptet, der hat recht, aber nur ein bisschen. Oder wie war das so schön, wenn ich jetzt meine Kaffeetasse in die Hand nehme und ich sage, das ist Weißenburg. Das ist ein Dall von Weißenburg. Ein bisschen stimmt ja. Aber du merkst, dass da so viele Chats noch drüber liegen. Das ist erst einmal der Dall von meinem Wohnzimmer jetzt. Dann ist mein Wohnzimmer Dall von der Wohnung. Das ist ein Teil von dem Haus, das ist ein Teil von der Straße, wo ich wohne und so weiter und so weiter und so weiter. Und die Bilder, die du hast oder die Denkmodelle, die wir zur Verfügung haben als normale Menschen, wenn du das ganze menschliche Wissen beherrschen würdest, das ist ein Nichts im Vergleich zu dem, wo ich dich hin. Und du musst ja nichts tun, Luder. Aber was du jetzt merkst, ist, dass das immer die Prophezeiungen, dass das einmal gut ist und dass das schlecht ist, dass das so hin und her schwingt, diese Stimmungen. Wenn du zum Beobachter warst, hat sich das aufgelöst. Wenn du wirklich den Doppelschritt gegangen bist, dass du aufgehört hast, dich mit deinen Gedanken von dir selbst zu verbinden. Solange wirst du immer noch eine Runde Lodo spielen und dann immer wieder reingrätschen, das liegt im Charakter vom Lodo. Aber wir müssen das nicht wissen. Die Tiefe bei dir ist da. Ich sage immer wieder, doch, was da drinnen aussieht, weiß keiner, was du, wenn du alleine nachdenkst, was du machst. Aber es ist halt immer wieder, taucht immer wieder diese Vorstellung von einer einseitigen Vorbei auf. Wenn du die Vollkommenheit verstanden hast, schmunzelst du bloß, weil du gar nicht verstehst, warum die Leute streiten, weil ja jeder Recht hat. Es widersprechen sich halt diese Vorstellung von richtig. Und jeder meint, seine Vorstellung von richtig ist die einzig richtige. Das ist die Quelle von Leid. Und da kannst du dich ganz einfach lösen, wenn du das Spiel nicht mehr mitspielst, sondern das einfach nur noch beobachtest. So wie bei den römischen Spielen. Du magst den Kaiser und du schaust da an die Deppen an, wie sie ums Überleben und ums Recht haben kämpfen. Lässt dich dadurch bespaßen. Das ist eine Änderung von einem Wertesystem. Okay, Leute, jetzt lassen wir es gut sein. Ich muss noch was tun. Ja. Wünsch dir was. Ciao. Also, ciao, Udo.